Sehr geehrte Damen und Herren, liebe ehrenamtlich Tätige. Ich freue mich als Bürgermeister der Gemeinde Scheiern, Sie zu dieser Veranstaltung, Ehrenamtskongress 2016, begrüßen zu dürfen. Der heutige Tag soll die Tätigkeit von Menschen in den Vordergrund stellen, die mit ihrem Wirken nicht viel Aufheben machen. Er lenkt den Blick auf Bürgerinnen und Bürger, auf Sie, die einfach etwas tun. Das Engagement unserer Bürgerinnen und Bürger in unserem Landkreis zeigt eine ungebremste Vielfalt und Kraft. Und deshalb müssen wir davon ausgehen, wenn ich heute so in den Saal blicke, dass auch ganz unterschiedliche Motivationen da geführt haben, dass Sie heute da sind. Das haben wir bei den letzten Kongressen auch schon gemerkt. Dass die einen sagen, das, was ich gehört habe zu dem Thema, ist mir viel zu wenig. Dass die anderen sagen, das hat mir leicht genügt, ich will eher den Kontakt mit den Kollegen haben. Und das werden wir auch heute erleben, bei ganz speziellen Themen, wo ein Jurist natürlich tief einsteigt. Vereinsrecht, Haftung, Versicherung, Steuerrecht. Ganz spannend, Geld im Verein. Sollen wir bezahlen, sollen wir nicht bezahlen? Eine Frage, die mich bewegt, Herr Professor. Ich würde gerne diese Debatte, die der Herr Landrat angeführt hat, soll man bezahlen, die würde ich gerne führen. Wir führen die wissenschaftlich unter dem Aspekt Monetarisierung, also Vergeltlichung des Ehrenamtes. Und da gibt es auch Autorinnen und Autoren, die sich da unwahrscheinlich drauf stürzen und sagen, das ist das Ende des Ehrenamtes. Ich will das nicht geringreden. Das ist teilweise eben auch sozusagen eine Frage der Ehre. Ja? Viele Menschen sagen, ich würde niemals Geld nehmen. Umgekehrt, eine wirklich sozusagen fundamentalistische Verbannung, wenn Sie sagen, kein Cent, heißt, mittelfristig wird das Ehrenamt wieder bei uns was fürs Großbürgertum. Wer sich's leisten kann, macht's. Und da sage ich auch sehr grundsätzlich, ein Ehrenamt, man sagt, man muss ich mir leisten können, in Wirklichkeit heißt es dann, mit schließe ich Menschen aus. Ein Ehrenamt muss für jeden offen stehen. Jeder, der sich sagt, ich will mich einbringen. Und diese Dinge laufen gegeneinander bei der Debatte. Sind wir mal ehrlich, es gibt Bereiche des Ehrenamtes, wo es völlig selbstverständlich ist, dass gezahlt wird. Niemand sei es geneidet, aber auch die ja manchmal nicht ganz geringen Aufwandsentschädigungen im Bereich der Feuerwehrfunktionsträger. Sagen auch die Kritiker der Monetarisierung, sonst fürs Ehrenamt, da geht es in Ordnung, weil wir brauchen ja eine Feuerwehr. Ja, möglicherweise brauchen wir irgendwann in manchen Regionen, in diesen Regionen, wo Abwanderung ist, wo Senioren sind, möglicherweise brauche ich irgendwann eine öffentlich organisierte und unterstützte Betreuung. Sonst bluten diese Landkreise aus oder alle Menschen müssen letztlich ins Heim. Also das ist auch nicht sozusagen das Abgrenzungskriterium, ob das sozusagen aus meiner Sicht jetzt dann völlig unbedenklich ist oder nicht. Die Grundlage, Sie merken das ja immer, ich fange immer mit dem Grundsatz an und dann können wir sehr lange über die Einzelheiten sprechen. Der Grundsatz ist ganz einfach, aber eben auch dann so wortwörtlich. Steuerrechtlich, also wenn Sie überhaupt keine Veranlassung hätten, die Steuergesetze sozusagen gedanklich in die Hand zu nehmen, gibt es dann, aber auch nur dann, wenn für die ehrenamtliche Tätigkeit in der Tat überhaupt nichts gezahlt wird. Wenn sie tatsächlich unentgeltlich ist, logischerweise. Wenn Ihnen nichts zufließt, ja, dann ist der Steuer, sogar in Deutschland ist dann die Steuer zufrieden. Als Jurist interessiert man sich für Zahlungen im Ehrenamt unter dem Aspekt, ob vielleicht eine Steuerpflicht ausgelöst wird. Da ist sehr verbreitet das Wissen, dass es für bestimmte Tätigkeiten die sogenannte Übungsleiterpauschale gibt. Das heißt, der Gesetzgeber lässt uns, den Ehrenamtlichen, bis zu 2400 Euro unter bestimmten Voraussetzungen, zum Beispiel, dass ich Übungsleiter bin im Verein, Jugendleiterin oder Ähnliches. Es gibt andere Möglichkeiten, zum Beispiel auch meinen Auslagenersatz kann ich steuerfrei bekommen von meinem Verein. Interessant und auch für Vereine, auch für Vorstände wichtig wird es, sollten Beträge gezahlt werden, die diese Grenzen übersteigen. Da ist vor allem wichtig, dass man das Verhältnis zu den ehrenamtlich Mitarbeitenden so gestaltet, dass keine Arbeitsverhältnisse entstehen, dass vor allem keine Sozialversicherungspflicht ausgelöst wird. Hier haben wir mit vielen Praxisbeispielen heute, glaube ich, auch gute Richtlinien herausgearbeitet, die ein Vorstand beachten sollte, damit er und auch sein Verein auf der sicheren Seite sind und dass der Ehrenamtliche das, was er bekommt, dann auch steuerfrei und ohne Abgaben beziehen kann. Sie haben vielleicht bei der Anmeldung gerade dieses
Dreiecksdöschen hier mitgenommen oder gesehen. Ja, da steht drauf, Ehrenamt erfrischt und das Landkreiswappen und innen drin ist Pfefferminz. So stellen wir uns das Ehrenamt vor, oder? Handlich, wir wissen, worum es geht und wir haben was Positives davon. Der Jurist schleppt zwei Wälzer gleich mit nach außen. Ein Ehrenamt soll Spaß machen und es soll vor allem auch nicht zur Last werden, auch nicht zur Not, weil irgendwas schiefgegangen ist. Im Leben können immer Unfälle passieren und deshalb haben wir heute darüber gesprochen, wie Ehrenamtliche dann abgesichert sind, wann ihre private Haftpflicht einschwingt, wann der Verein versichert ist. Ich glaube, er hat viele Tipps gegeben und wir haben kennengelernt, dass die gesetzliche Unfallversicherung helfen kann und dass der Freistaat Bayern eine Ehrenamtsversicherung für letzte Rettungsfälle sozusagen etabliert hat. Das heißt, das Ehrenamt ist nicht ohne Risiken, aber es ist eigentlich in unserer Gesellschaft gut abgesichert. Man muss sich informieren, man muss überlegen, wer sich wie absichern soll und dann aber steht einer ehrenamtlichen Tätigkeit ohne sozusagen Schweiß auf der Stirn eigentlich nichts mehr im Wege. Ja, heute der 4. Ehrenamtskongress in unserem Landkreis, diesmal im Süden, im Kloster Scheiern, wieder gut besucht, mit einer nicht ganz einfachen Kost für die Teilnehmer. Ein einziger Referent, zweimal 1,5 Stunden. Das hat mich schon ein bisschen skeptisch gemacht im Vorfeld, aber wir wussten, wir haben einen sehr guten Referenten zu den Themen Steuerrecht, Haftung, Sozialversicherungsrecht, Arbeitsrecht, verschiedene komplexe Themen. Aber sie waren so gut aufbereitet, dass die Teilnehmer sehr gut mitverfolgen konnten, die einzelnen Sachstände. Wir haben auch gemerkt, dass schon ein großes Vorwissen mitgebracht wurde. Und der Vortrag war so aufgebaut, dass die Lücken ganz gezielt geschlossen werden konnten. Ich bin überzeugt, viele nehmen da heute was mit. Das stimmt uns optimistisch für den nächsten Kongress, den wir schon wieder im Auge haben, im nächsten Jahr. Dort wollen wir allerdings dann das Ganze organisatorisch wieder etwas anders aufbereiten. Wir haben bestimmte Pläne, dass wir einmal natürlich wieder in den Norden des Landkreises gehen werden und zum Zweiten, dass wir mehrere Themen workshopartig nebeneinander platzieren werden. Themen gibt es genug, ich möchte heute noch nichts verraten, aber Sie können sicher sein, wir wissen, was die Vereinsvorstände bewegt, was die Ehrenamtlichen bewegt. Ich freue mich, dass es heute gut gegangen ist und wir freuen uns alle schon auf den nächsten Kongress in 2017.